Liebe Bettbloggerinnen, liebe Bettblogger, heute ist der 27. Januar 2022 und ich melde mich mal wieder mit einem Schwerpunkt-Update zum Thema Corona. Ich habe mich in den vergangenen Tagen erstmal sammeln müssen. Die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler hat Beschlüsse gefasst, die man zusammenfassen kann unter weiter so. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat die Beschlüsse dann runtergebrochen und im Prinzip auch ein weiter so ausgerufen, beziehungsweise am Ende für ziemliches Chaos gesorgt und darum geht's. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, dass auch mir, der bisher alle Maßnahmen wirklich auch verteidigt hat und ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass durch viel Eigenverantwortlichkeit diese Welle gestoppt werden muss, auch nur gestoppt werden kann und in Zusammenarbeit mit staatlichen Maßnahmen, die eine Orientierung gegeben haben bisher, hat das auch in Deutschland vernünftig funktioniert. Jetzt muss ich sagen, aufgrund der extrem ansteigenden Zahlen und der Nichtreaktion an vielen Stellen und sogar der Kapitulation, dadurch, dass PCR-Testungen an vielen Stellen nicht mehr möglich sind, muss ich sagen, stelle ich mir hier die Frage, was tun wir? Ich kann Ihnen sagen, wir betreiben einen enormen Aufwand als Stadtverwaltung, Ihnen als Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie betroffen sind, Handlungsanweisungen zu geben, welche Quarantäneregelungen gelten aktuell, wie lange gilt ein Genesenenstatus, was mache ich, wenn mein Kind infiziert ist, wer bescheinigt das eigentlich meinem Arbeitgeber? Also wir beantworten wirklich viele Fragen. Mittlerweile werden die passenden Antworten dazu und in ihrer Aktualität ständig so schnell überholt, dass wir fast nicht mehr wissen, was wir ihnen noch antworten sollen. Und das ist echt ein Problem, weil das dazu führt, dass am Ende eigentlich keiner mehr so recht weiß, welche Regeln gelten aktuell, was tue ich, was ist richtig, was ist falsch. Was wir in den Schulen erleben, ist das blanke Chaos, ist der Horror für Eltern, auch für Kinder, aber auch für die Lehrkräfte. Ich finde es unzumutbar, dass Lolli-Testungen im PCR-Bereich durchgeführt werden, die dann teilweise noch nicht mal mehr als Ergebnis zurückkommen. Das heißt, Kinder sitzen dann ungeschützt, obwohl vielleicht jemand, der positiv ist, in den Klassenräumen und so setzen wir Infektionsketten in Gang. Wir sehen das auch an den Zahlen. Wir haben Auswertungen gefahren und sehen insbesondere die Gruppe zwischen 0 und 20 Jahren und dann in der Folge 40 bis 60 Jahren sind enorm betroffen von der aktuellen Corona-Welle. Und da sieht man, das sind die Gruppen, da reden wir über Familien, da reden wir über Jugendliche, da reden wir über Kinder und da reden wir vor allem über Kleinkinder, die sich nicht impfen lassen können. Und ich kann an dieser Stelle tatsächlich nur an uns alle appellieren, nach Augenmaß, nach dem gesunden Menschenverstand zu gehen und einfach die Entscheidung zu treffen, wenn ich Krankheitssymptome habe, die ich erstmal nicht zuordnen kann, bleibe ich zu Hause, ich teste mich und versuche herauszufinden, ob ich vielleicht das Coronavirus in mir trage und treffe Maßnahmen, damit ich es nicht unnötig weitertrage. Das ist die oberste Prämisse, glaube ich, im Moment. Und dann bitte ich Sie einfach nochmal darum, für all diejenigen, die vielleicht noch nicht doppelt geimpft sind, die nicht geboostert sind, holen Sie das nach. Die Möglichkeiten haben Sie beispielsweise morgen bei uns in der Bürgerhalle in Königshofen. Da kommt das Impfmobil und Sie können ganz spontan dort den ganzen Tag vorbeischauen und Impfungen nachholen, Auffrischimpfungen durchführen. Das ist eigentlich das, was im Moment zählt in dieser Phase. Die Zahlen gehen durch die Decke. Wir haben in Bettburg eine 900er Inzidenz. Wir haben über 300 eigentlich, wenn man die 14-tägige Quarantäne, die bis vor ein paar Wochen noch gegolten hat, nehmen würde, haben wir 400 Menschen, die offiziell mit Corona im Moment infiziert sind. Das sind so viele wie nie zuvor. Wie gesagt, wir haben besonders viele Kinder und Jugendliche, die betroffen sind. Und die gilt es zu schützen, genauso wie die vulnerable Gruppe der Älteren oder der Menschen, die besondere Vorerkrankungen haben. Ich bitte Sie inständig, sich wirklich eigenverantwortlich zu verhalten, weil die Behörden können aktuell viele Dinge nicht mehr leisten. Wir haben eine sehr umfangreiche, einen umfangreichen Meldeapparat zum Robert-Koch-Institut zu bedienen. Das fängt beim Rhein-Erft-Kreis an. Normalerweise schreiben wir dann die Quarantäneverfügungen. Da sind große Lücken mittlerweile entstanden, weil die Personalkapazitäten absolut unzureichend sind, um das, was jetzt hier passiert, noch vernünftig auf die Kette zu kriegen. Das ist keine Kapitulationserklärung von uns, aber das ist Fakt von uns. Es ist nicht schön. Ich bitte Sie deswegen auch, weil es unsere Verwaltung natürlich naturgemäß auch an vielen Stellen im Moment trifft, was Corona anbelangt,
Überlegen Sie sich gut, was Sie im Moment von uns wirklich brauchen und welche Termine Sie vielleicht noch mal um 2, 3 Wochen verschieben, bis wir hier aus dem Gröbsten wieder raus sind. Ich danke für Ihr Verständnis. Sie können gerne Fragen stellen unter diesem Videopost. Das ist ganz klar. Wir werden versuchen, die alle zu beantworten. In diesem Sinne zeige ich Ihnen jetzt noch kurz etwas Positives, denn wir haben eine neue Eröffnung in der Stadt zu feiern. In diesen Zeiten eigentlich auch sowas wie ein schöner Strohhalm, an dem man sich mal festhalten kann. Der 27. Januar 2022 markiert einen Neuanfang. Aus Real ist gerade eben Globus geworden. Von unserer Seite aus ein herzliches Willkommen diesem mittelständischen Unternehmen in unserer Stadt. Für mich als Bürgermeister das Allerwichtigste, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vorher bereits bei Real waren, sind übernommen worden. Einige neue Arbeitsplätze sind schon geschaffen worden und werden in Zukunft noch geschaffen. Was hier in 14 Tagen passiert ist, ist wirklich außergewöhnlich. Und ich stelle einmal ganz kurz den aktuellen Marktleiter vor, Herr Hermann. Vielleicht sagen Sie was zu Ihrem Markt. Was ist hier passiert? Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich die Chance habe, ja 3, 4 Sätze zu sagen. Also wir haben uns natürlich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, was braucht Bitburg, was können wir tun, um Ihnen als Bitburgern und Bitburgerinnen die Möglichkeit zu geben, hier einzukaufen. Und wir haben viele Dinge renoviert, wir haben viele Dinge schöner gemacht, aber eigentlich kommt es darauf an, dass wir unsere handwerkliche Produktion in der Metzgerei, dass wir unsere Situation rund um den Getränkemarkt verbessern und dass wir halt eben eine Reise durch die Welt anbieten, mit hochwertiger Ware, mit biologisch gut angebauter Ware. Also wir haben im Endeffekt ein riesengroßes Sortiment an Ware, die wir Ihnen anbieten wollen und dürfen. Ja, da freuen wir uns auch drauf und wir wollen mit Ihnen gemeinsam den Unterschied ausmachen und vor allen Dingen wollen wir Partner in dieser wunderbaren Stadt werden. Ja, und ich glaube, das ist unser Anspruch und wir sind froh, wenn wir uns in den nächsten Wochen alle hier mal sehen. Ja, und sprechen Sie mich bitte gerne an. Ja, ich freue mich auf jeden Kontakt. Herzlich willkommen in Bedburg. Glück auf. Glück auf. Sie sehen nicht nur schlechte Nachrichten, sondern auch viel positive Energie, die wir jetzt aus dem Globusmarkt gerade mitbekommen haben. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, schauen Sie ab und zu mal nach Ihren Nachbarn, ob es denen gut geht. Vor allem aber bleiben Sie gesund. Glück auf.